Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wendemalt. Ich freue mich wahnsinnig auf den Abschnitt, der jetzt kommen wird, weil ich mich auf jede Konfrontation bisher gefreut habe, die mit Team Akma oder Magma zu tun hatte, weil, naja, ich meine, das ist quasi der Höhepunkt eines Spiels, ist ja quasi das Boss-Team, nicht nur unbedingt die Top 4. Weil an sich ist es ja einfach so, ja, hier kannst du oft, wie du willst, gegen die Top 4 kämpfen, wenn du es schaffst, dann bist du der Champion. Ich meine, natürlich, normalerweise schafft man es beim ersten Mal, wenn man ein bisschen gespielt hat. Aber an sich, diese Teams, die sind ja böse und da gilt es ja eigentlich wirklich durchweg zu gewinnen, ohne zu verlieren. Also da will man ja wirklich nur gewinnen, um die Welt zu retten, die Pokémon zu retten und so weiter. What? Bullet Seed. Warte mal. Hat das keinen guten Spezialangriff, richtig? I'm so sorry. Ja, das kann ich vergessen. Bullet Seed ist auf ihm nicht so stark aus, dann habe ich schon zwei Pflanzenattacken. Ne, drei sogar, weil dieser Floor hat ja drei. Und da hoffe ich auch, dass die das richtig gut wieder machen in den Remakes, weil auf diese... Ja, auf die Teams freue ich mich einfach wahnsinnig. Das wird wieder der Höhepunkt des Spiels. Und, was ich auch noch sagen muss, die Themes von den Teams sind so geil, also ohne Scheiß, egal welches andere Pokémon Spiel, weder das der ersten Generation, noch das der zweiten, der vierten oder der fünften, sogar der sechsten jetzt, wo es wirklich richtig neu war und der Sound auch deutlich besser ist als sonst, aber nein, die Themes sind hier einfach meiner Meinung nach natürlich nur, dass ich irgendwie sage, hier, die anderen sind scheiße oder sowas, das ist immer die Sache, wenn man Sachen kritisiert, dass man sagt, das ist meine Meinung, nicht, das ist einfach so. Weil dann bekommt man Probleme, aber nach meiner Meinung sind das die besten Themes. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die spielen darf. Und wow, also das war ein Geist-Pokémon, deswegen kann ich dich mit Shadow Punch besiegen. Das Absol ist mittlerweile ziemlich gut geworden, also wow, Respekt. Auch die Boss-Themes sind genial. Ich fand die von den anderen Boss-Themes, die waren einfach... Außer, welche Boss-Themes haben wir bisher? Wobei die Boss-Themes waren eigentlich immer ziemlich gut. Das von Giovanni, wobei das... War das ein anderes? Ich überlege gerade. Ich glaube, das war ein anderes. Das war auch nicht schlecht. Das von, Silber und Gold war nicht so mal... Das war gar kein anderes. Nein. Silber und Gold fand ich nicht so gut, weil es auch wie gesagt das gleiche war. Nein, ich habe einen Doppelkampf aus dem Weg gegangen. Oh, es tut mir leid. Nee, auf jeden Fall, das hier war halt richtig cool, diese Boss-Themes. Was war denn in der vierten? Ja, okay, in der vierten war Cyrus natürlich toll. Die anderen waren jetzt nicht unbedingt so, das war aber das Cyrus-Thema war richtig nice. Schwarz und Weiß. Obwohl N und so weiter ganz episch waren, mir haben die Themes von denen nicht so zugesagt, nein. Also, weiß nicht. War einfach wirklich nicht meins. Also Cyrus-Themen, stimmt, das war auch richtig toll. Da freue ich mich auch in Platin drauf. Die Frage ist nur, ich glaube, ich werde es in Platin so machen, dass ich... einen Nuzlocke in Platin spiele. Und zwar, wenn ich meine Capture-Card habe. Weil, erstens hat man so die Möglichkeit, Pokémon zu tauschen. Ich werde es natürlich nur bei denen machen, bei denen es wirklich relevant ist. Aber zum Beispiel, wie soll ich denn sonst, ein Machomai oder sowas bekommen? Wenn ich denn einmal Scholo fangen sollte. Das ist halt einfach blöd in der Nuzlocke, wenn man das nicht kann. Von daher. Doch, das wird bestimmt nice. Und, Platin-Nuzlocke habe ich schon mal gespielt. War auch ziemlich nett, also. Ja. Was ist mir gestorben? Ich glaube, zwei Zubats und. Irgendwann am Ende kann es sein, dass mir mein Starter draufgegangen ist. Bin mir aber nicht mehr sicher. Nuzlocke wird auch noch so ein Thema. Ich werde irgendwann anfangen, hier vermehrt Nuzlocks zu spielen. Das kommt aber dann auf die Spiele drauf an. Bei den neuen. Boah, werde ich bei Rubin und Saphir Remake
Einen Nuzlock machen? Boah. Dann nimmt man sich so viel von dem Spiel weg. Was ist, wenn ihr am Anfang die Pokémon verändert habt und ich bestimmt das Pokémon fangen will? Ich könnte noch einen Durchlauf mit erschwerten Bedingungen machen, aber die exakten Nuzlocke-Regeln möchte ich eigentlich ungern spielen, wenn ich ehrlich bin. Also. Zum Beispiel, wenn ein Pokémon besiegt wird, ist es besiegt. Und ich darf es nicht weiter benutzen, aber wenn man sich jedes Mal neu erfangen kann. Muss ich mir noch was dazu überlegen? Vielleicht hat da auch einer von euch mal eine gute Idee zu. Man kann wirklich nur hier unten lang. Lol. Hi. Da hinten ist schon der Boss. Okay, dann ist das ja doch schon eigentlich fast geschafft. Schade, jetzt was ich hier nicht zeigen kann am Wettinstitut. Man bekommt Formio. Dieses Pokémon soll an ein Wassermolekül angelehnt sein und. Ja. Mit viel Fantasie. Geht das, weil die Haars sehr nah aneinander sind, die Beine von ihm. Und das hat so noch so einen komischen Schwanz, also. Wirklich viel Ähnlichkeit mit dem Wassermolekül. Also es ist vorstellbar, aber es ist eigentlich nicht so, wie man sich's vorstellen sollte. Und es hat halt diese drei Formen, diese Feuer-, Wasser-, Eisform und die Normalform ist halt die normale. Die Fähigkeit wird sie leider nicht haben. Der ist ein bisschen schade, weil sonst hätte ich das hier zeigen können, den Formwechsel. Aber an sich war das Pokémon war ganz in Ordnung, aber ich habe es nie wirklich gespielt, weil... Ich weiß nicht, ich fand es nicht besonders stark. Es hat nicht die lustigsten Attacken erlernt. Ohne Wetter war man auf einen relativ nervigen Movepool beschränkt. Das heißt, man musste meistens Sonnentag, Regentanz oder Hagelsturm dabei haben. Das war natürlich geil, wenn man dann ein Team hatte, das daran angelehnt war. In Wetterteams war es richtig nice, aber an sich, wenn man nicht wirklich auf Wetter angewiesen ist, war es nicht gut. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt mit Pflanzen-Pokémon mit Solarstrahl spielt, dann ist das Sonntag vor mir mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, das zu spielen. Oder in Eisteams mit Sejong und so weiter. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Es sind fast alle Pokémon Level 32. Ich liebe es, wenn ich diese Level-Kontinuität habe. Wenn du jetzt nicht Level 32 wirst, darfst du den Bosskampf einleiten. Für ein Tor. Wow, nice Damage. Ich werde, glaube ich, auch dieses Mal wieder zwei Parts aufnehmen, damit ich für die Woche fertig bin, weil ansonsten muss ich am Mittwoch nochmal ran und... Nö, ich kann ja mittlerweile die Verabschiedung machen, weil ich weiß ja, wann ich aufhören möchte und wann nicht. Dementsprechend passt es schon. So, dann würde ich sagen... Komm ich hier neben durch? Nein. Okay. Lass mich mal bitte durch. Du hältst hier die Leute fest und das ist Geiselnahme und das ist strafbar und... Nee, Spaß, aber lass das mal. Sieht auch genial aus. Ich hoffe, die kriegen die machen die nicht irgendwie kaputt im Remake. Die hatten ja eigentlich schon ein gutes Design, aber das, was man in dem einen Video gesehen hat, hat mir nicht so gefallen. Video, nicht Video. In der Zeitschrift. Da haben die nämlich ein paar Designs verändert und ich fand's, Nö. Gut, der Bosskampf war relativ einfach. Der Regen macht es natürlich mehr einfach, Krabbermann einzusetzen. Ich bekomme jetzt quasi Step drauf. Hab 135 Base Power drauf. Hier ist es sehr effektiv. 270. Keine Chance. Zu einfach. Wann kommt denn der Boss von denen endlich mal wieder? Was Pokémon angeht, möchte ich vielleicht auch irgendwann mit... Okay. Gut, da ist jetzt Team Magma gekommen, die haben irgendwie Stress. Was? Ich bekomme das gar nicht. What the fuck? Ich hab gedacht, ich würde das bekommen. Stimmt dir, das ist ja gerandomized. Lol. Okay. Hab ich die ganze Zeit über Formio gequatscht und jetzt bekommen wir einen Sejong.
Hugo. Das glaube ich nicht, mein Freund. Das glaube ich nicht. Und es ist auch... In Rubin und Saphir musste man Pokémon dafür ablegen. Hier wird es scheinbar auf die Box gelegt. Okay. Nice. Dann können wir jetzt noch kurz die Pokémon heilen am Bettchen. Und schauen, was Jugong für ein Typ ist. Okay, das Item hat doch Kampf. Ein Kampf-Pokémon mit Shadow Attack, das ist eigentlich ziemlich cool. Gut, das ist jetzt nicht so OP von den Werten her, aber... Ha! Die Attacken sind nice. Das hat er einfach nur beschissenen Angriff, deswegen... Ah, leider wieder so nicht verwendbar. Schade, schade, schade. Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt sollte ja der Weg frei sein, den Team Aqua vorher versperrt hat. Ich habe echt gedacht, es würde länger dauern. Es waren 10 Minuten und die Aqua-Rüpel waren besiegt. Wow. Nehmen wir noch ein Elixier, okay. Und jetzt bekommen wir unsere VM. Haha. Gibt es richtige Pokémon vorne? Das ist mir so rum dann doch lieber. Nämlich jetzt kommt wieder Maike. Hallo, was gibt's denn? Ja, ich bin stärker geworden. Du nicht? Ich eigentlich nicht, wie immer. Ich früher mal gewundert, weil ich finde sogar ganz ehrlich, Maike ist einer der schwächsten Rivalen. Vielleicht wird das geändert, weil man sieht nicht ihre dritte Pokémon-Entwicklung in dem Spiel. Und, Entschuldigung, aber was ist das bitte? Der Rivale, der es nicht schafft, sein Pokémon zu entwickeln. Also Entschuldigung, das kann nicht euer Ernst sein. Hyperzahn. Ha. Okay. Ich hätte zwar längst töten können, aber ich wollte es einfach einschläfern. Ich hätte es nicht mal einschläfern müssen. Wow. Was ich auch bei manchen Pokémon schade finde, ist Spielen, dass man Überreste so spät bekommt. Überreste ist ein lustiges Item, das auch in-game einen ganz guten Effekt hat, wie ich finde. Oh Gott, das war doch Wasser, Pflanze. Keine Ahnung, was ich mir dabei gerade gedacht habe. Wie viel Schaden Donnerblitz macht. Ganz ordentlich, ja. Aber dass ich kein einziges Mal die Paralyse gedroppt bekomme, trotz der doppelten Chance, das wundert mich schon. Ah, das hat ja auch die Animation von Slam, das wusste ich nicht mehr. Was waren das bei Geheimpower? Slam? Ich glaube, Nidenranke, Steinhagel. Keine Ahnung, was sonst noch war. Das meine ich, Sumpex ist so ein tolles Pokémon, sieht man das ja nicht. Aber ich gehe schwer davon aus, dass der Rivale dieses Mal sein Pokémon benutzen wird und auch auf die dritte Entwicklungsstufe bringt im Remake, weil es soll ja Mega-Entwicklungen geben und, sind wir mal ehrlich, der wird auch den Ring bekommen. So, wird's früher oder später raus hinauslaufen, dann wird er das Pokémon auch haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, sonst hätte man da einen schlimmen Fehler begangen. Geht halt echt nicht anders. Und Fliegen war in der Generation auf Stärke 70, wurde aber mittlerweile erhöht auf Stärke 90, deswegen werde ich es jetzt hier auch benutzen. Und mal schauen, wer Fliegen überhaupt lernen kann.
Heiß Gott, geh doch bitte einfach weg. Danke. Ich hoffe, Scott nervt nicht so im Remake. Auch so eine interessante Sache. Hier wurden die TMs noch einsortiert, später wird es nicht mehr gemacht. Warum auch immer. Oh mein Gott. Ich will fliegen lernen. Oh. Aha. Ja, dann warten wir noch bis Sekras Ulp City. Könnte man eine neue Keimbasis einrichten? Hier gibt es einen Doppelkamm. War hier ein Item? Ich weiß nicht, ob der mich da anspricht, deswegen ich will eigentlich einen Doppelkampf machen. Wegen. Go, go! Warte, ich hätte dahin rennen müssen, oder? Ja, ich hätte dahin rennen müssen. Wieder ein Doppelkampf versaut, unglaublich. Was treibe ich denn wieder? Oh. Du bist ein Feuer-Pokémon. Was? Ach nein, bist du nicht. Du hast einfach nur die Fähigkeit. Oh mein Gott. Normalerweise kann man darauf schließen, wenn ein Pokémon Feuerfänger, das ist fast immer ein Feuer-Pokémon. Und es gibt kein Pokémon, das kein... Das Flash-Fährt und kein Feuer-Pokémon ist, oder? Wir haben jetzt keins bekannt. Ein paar, die ich erfunden habe, ja, aber nur mal die Schwäche damit ausgeglichen wird. Vulpix, Vulnona, Vulcano, Arcani. Das waren die erste. War da noch welche? Ich hab vergessen, was du für ein Typ warst. Nee, Niask. Kampf, da war was. What the fuck? Hattest du nur Ninjas? Das kann eigentlich nicht sein, wenn du nur Ninjas hast, musst du eigentlich auch Ninja Tom haben. Ah, ich weiß, Unsichtbares blockiert den Weg. Merkt euch das mal. Da wird demnächst nämlich noch was auf uns zukommen, von wegen Unsichtbar und so. Warte, ist hier krass, Ulf City, dauert es aber doch noch ein bisschen. Danke, jetzt kann ich endlich mal eins damit angreifen. Wow. Hat es auch lang genug gedauert. Fuck ist das? Warte mal. Ach gut, das kommt hier lang. Wollte gerade sagen, hä, was ist denn das hier? So, und das ist, ach Gott, wie heißt das? Baumhausen City? Lasst mich lügen. Sollte so heißen, ja. Damit haben wir schon fast alle Städte. Es fehlen jetzt nur noch 1, 2, 3, glaube ich. Wenn man die Poco-Liga mitzählt. Weil das Kampf-Area-Dings zähle ich nicht mit.
Ja, hier. Eins. Zwei. Nee, hä? Wird dann halt vier sogar noch. Fünf? Was? Wie viele Städte sind das denn noch? Bin ich eigentlich bescheuert? Xeneroville wusste ich noch. Sekras Ulpsity wusste ich noch. Ach, Moosbach. Verdammt, das habe ich vergessen. Das hier ist die Pokémon-Liga. Und hier ist das Kampfareal, oder? Was, oder? Was ist das? Ich glaube, das war Kampfareal da. Gott, keine Ahnung mehr. Welches Stückchen von der Insel das war. Auf jeden Fall war da kein Punkt drauf, deswegen war es relativ schwer zu erkennen. So, jetzt erstmal hier hochlaufen und schauen, was die hier haben. Aha, aha. Hab ich ein Volbeat? Hab ich kein Volbeat gefangen. Ah, hier können wir jetzt raten. Da muss man raten, in welcher Hand die Münze war. Ich glaube, es war rechts, rechts, links. Keine Ahnung, warum ich eben einmal links geklickt habe. Okay. Eine weitere TM, mal schauen, was das ist. Leider wird es nicht Geheimpower sein. Wobei, Geheimpower war gar nicht mal so gut. Wenn man keine TV-trainierten Pokémon, TV-gezüchteten Pokémon hat, ist es nicht die beste. Powder Snow. Ha! Stalos. Gut, wenn du Spezialangriff hättest. Du konntest mir. Jo, oh, mach mal. Ja, ja. Es wird nicht geändert. Ich hab gedacht, Sleep Talk wurde früher geändert. Gut, so, dann. Warte mal, ich hab das doch richtig eingestellt. Nein, ich möchte es nicht lernen. Meine Güte. Yeah, Arena! Lol. Ja, was ist denn da? Etwas Usig macht wirklich den Weg. Oh mein Gott, was könnte das bloß sein? Spoiler an der Stelle, das ist Kecleon. Und das können wir mit dem Surf Scope aufdecken. Der Typ sagt nur, wir riechen komisch, oder? Ja, ich war auf einem Vulkan. Der hat jetzt den Vogel zu seiner Freundin geschickt. Den können wir auch da wieder sehen und wieder losschicken. Meine, irgendwo noch was zum Einkaufen. Hier gab's doch was zum Einkaufen. Zeig mal her. Was ist das? Ja, hier konnte man Sachen für die Geheimbasis einkaufen. Machen wir das mal. Ja, klar. Ey, guck mal, wie billig das hier ist. Und auf die Dinger kann man Pokepuppen draufstellen, deswegen... sind 9 Felder breit, die 6, die 2 oder 1 sogar nur. Was sieht denn schön aus? Nehmen wir mal 1 für alles so. Einmal ein Holztisch, einmal ein Steintisch. Ah, dann nochmal das hier, ja. Komm her damit. Blättertisch, ja, warum nicht, ne? Wir haben ja das Geld noch. Den möchte ich jetzt nicht, den möchte ich auch nicht. Ah, der sieht noch ganz gut aus. So, dann brauchen wir natürlich noch Stühle. Ein Pokéballstuhl, weil wir einen Pokéballtisch haben. Dann noch den hier, weil wir ja so ein Ding Tisch haben. Zweimal bitte. Ja. Und dann das noch. Das reicht jetzt auch, ich denke, jetzt haben wir wieder genug Geld ausgegeben. Und jetzt kann ich auch endlich mal was in die Geheimbasis platzieren. Und werde das bei der nächsten Geheimbasis, die mir um die Ecke gekommen, sehen. Ja, da wir jetzt die Arena nicht machen können, was tun wir? Laufen wir einfach mal die Route weiter. Hier ist schon mal ein Trainer. Da unten können wir nicht hin, weil da auch wieder was Unsichtbares den Weg blockiert. Deswegen,
Naja. Malen wir das später. Aber es freut mich, dass ich jetzt auch noch mal ein bisschen die Geheimbasis dekorieren kann. Vor allem in Seekrass-Ulb City gibt es wieder Gegenstände und dann können wir das nochmal machen. Und was warst du für ein Typ? Ha. Käfer? Hey. Ja, scheinbar Käfer. Oh, du bist schon Level 33. Oh, hab ich nicht nach vorne. Mysteriös. Walmer, ich fand Walmer früher so cool, bis ich es gefangen habe und dann versucht habe zu benutzen und dann war es einfach nicht mehr so cool. Weil es hat einfach nur viel KP, es hat keinen anderen Nutzvollen mehr, das ist langsam, es hat keine gute Defense, es hat keinen guten Angriff, es hat keinen guten Spezialangriff, es hat einfach nichts. Und auch Wildlord ist nicht besser. Es hat einfach nur scheiß viel KP. Wenn man sich gerade mit Amnesie und Einigler spielt, ja. Well. Oh, die kann ich benutzen, die Geheimbasis. Gehen wir doch mal da jetzt rein. Hopp. Ja, möchte ich. Ja, ist doch ganz nett. Die Kuräische. Ah, vielleicht hier so. Oh, warte mal, die sind noch größer als ich gedacht habe. Okay. Lass mal dahin. Ach du meine! Jetzt habe ich den auch geholt. Heilige Scheiße, sind die riesig. Aber doch nur 3x3, was sieht viel größer aus irgendwie. So. Was soll ich sagen? Sieht doch schon ganz nett aus, oder? Also hier lässt sich leben und... Ja, man kann auf die Stühle drauf und... Ha! Gefällt mir. Puppe angucken. Später gibt es hier noch dafür, glaube ich, Poster und so ein Zeugs und Matten, die Geräusche machen. Und, boah, was weiß ich nicht alles. Also da in dem Kaufhaus gab es noch scheiße viel und da brauchen wir auch eine größere Geheimbasis für, um das alles wirklich aufbauen zu können. Aber das werde ich noch machen. Also das ist eine Sache, die ich unbedingt zeigen wollte. Das war richtig toll. Ich gehe jetzt erstmal hier lang, bevor ich den Trainer besiege. Ich weiß, da waren oben noch Trainer, aber... Wir bekommen jetzt erstmal die Möglichkeit, noch ein Pokémon zu fangen, sogar, glaube ich. Deswegen, go, go. Ja, voll cool ist, sieht da unten sogar einen Schatten. Ja. Habt ihr den Schatten unten gesehen im Wasser? Das sieht man nämlich, wenn die Kecklions da stehen. Jetzt frage ich mich, ob es natürlich ein Kecklion ist. Das ist es natürlich nicht. Oh, das haben wir schon, dann kann ich es besiegen. Leider keine Eisattacke. Aber Wasser solltest auch tun, zwei Surfer. Ja, sehr gut. Ach, es benutzt sogar Himmelsfeger, ja gut dann. Jetzt sind die Kalkleon alle. Oder? Sind die jetzt mal was anderes oder sind die jetzt immer das gleiche? Ah.
Also man könnte jetzt auch auf der Route weiterlaufen, aber ich werde zurückgehen und die Arena machen, weil wir müssen es früher oder später sowieso machen. Just try. Auch von daher. Oh, 30 Minuten. Verdammt! Das war so nicht geplant. Haha. Ein bisschen zu lang gemacht, war. Was? Jetzt Zeit, Schlafpuder zu vergessen? Ja. Das nervt mich sowieso schon die ganze Zeit. Und wir haben ein anderes Pokémon Schlafpuder. Deswegen werde ich jetzt Aircutter nehmen und einfach auf den Zusatzeffekt hoffen, weil doppelte Crit-Chance ist schon nice. Normale Crit-Chance ist 6,25, das heißt, der Höhte ist 12,5. Ne, Quatsch. Ich jetzt bescheuert. Doch, 12,5. Und dies ist nochmal verdoppelt und deswegen haben wir 25%ige Crit-Chance. Hätte ich mir jetzt noch ein Crit-Item, wären sie sogar auf 50% erhöht. Ja, ne? Ist ganz nett, oder? Und ich meine, so schlecht spielt im Angriff jetzt auch nicht. Doch, ist er. Aber immer noch besser als dieser Floss unterirdischer, oder? Ja. Also es ist nicht so schlecht. So, Gio sollte gerade einen Platz tauschen. Ich hab grad gedacht, hä, warum tauschen denn nicht das Pokémon? Leute. Fighten wir euch nochmal und gehen dann. Nein, ich wollte doch den. Ich wollte doch eine Verabschiedung machen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Nein, warum machst du es denn auf Magneton? Der wäre doch jetzt so und so tot gewesen. Oh Mann. What the? Ja, Spezialangriff ist insane. Ich glaube nicht mal, dass der Crit groß was ausgemacht hat an der Stelle. Ha. Ich möchte aber diesmal wieder nichts sagen. Ich habe schon gezeigt, was passiert, wenn man da was macht. Und, ja, das habe ich letztes Mal gesagt. Gut von mir aus. Yeah, ich bin so tiefgründig. Tschüss. Sind jetzt eigentlich da? Ah, ich glaube, wenn ich den Screen tatsächlich wechsle, sind die weg. Müssen sie weg sein, oder? Tatsache, jetzt sind die nämlich an einer anderen Stelle. Ich glaube, wieder da, wo sie angefangen haben. So, aber ich mache jetzt hier schon wieder zu lang. Es sind 33 Minuten, das kann sich kein Schwein angucken. Deswegen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part.